Diskussionen über Kultur sind so alt wie die Realität, die sie besprechen. Und wenn sich der Begriff auf eine Gruppe von Menschen bzw. eine Region der Welt bezieht, deren Identität angesprochen wird, fällt aller Definitionsversuch besonders schwer. Diese Schwierigkeit lässt sich bereits in der Formulierung des folgenden Themas feststellen, mit dem sich unsere WhatsApp-Gruppe in diesem Video befasst. Es lautet: Afrikanische Kultur/Kulturen, positive Aspekte und negative Aspekte. Sollte man nämlich von der afrikanischen Kultur sprechen oder vielmehr von den afrikanischen Kulturen? Eine weitere Schwierigkeit bezieht sich auf die Vielfalt der Blickpunkte. In welcher Hinsicht muss der Begriff erläutert werden? In diachronischer Hinsicht, die die Kultur in ihrer historischen bzw. evolutiven Dimension zu begreifen versucht, da die Kultur keine feste Realität ist. Oder in synchronischer Hinsicht, die durch einen komparativen Ansatz eine bestimmte kulturelle Identität innerhalb des Multikulturalismus erfassen will. Sollte man des Weiteren die Kultur deskriptiv oder normativ betrachten? Mit anderen Worten, muss die Rede sein von dem konkreten Sachverhalt oder eher von dem, was nach der Gesellschaftsordnung sein sollte? Ohne auf diese Feinheiten einzugehen, versuchen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ihre Beobachtungen zu liefern und sich darauf einzustellen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Afrika ein riesiger Kontinent ist, der sich aus vielen unterschiedlichen Regionen zusammensetzt. Abhängig davon, ob man sich im Norden, Süden, Osten, Westen oder im Zentrum befindet, gehen die Realitäten auseinander, sodass nicht von einer einzigen afrikanischen Kultur gesprochen werden darf, sondern von mehreren afrikanischen Kulturen. Gleichwohl gibt es einen gemeinsamen Hintergrund von Werten und Grundlagen des Zusammenlebens, sodass man auch von einer panafrikanischen Kultur mit verschiedenen Ausdrucksformen sprechen kann. Diese Werte, sogenannte positive Aspekte, sind unter anderem folgende: Gottesfurcht und Achtung vor dem Heiligen, Glaube an ein Leben nach dem Tod und gleichzeitig eine Integration beider Welten, Respekt vor den Älteren und Ehrfurcht vor den Vorfahren, Liebe zum Leben, erweiterte Konzeption der Familie, die Onkel, Tanten, Cousins, Cousinen, Neffen und Nichten umfasst, Verstehen der Ehe als ein Bündnis zwischen Familien und nicht zwischen Individuen, Gastfreundschaft, Solidarität in der Arbeitswelt. Hinzu kommt der Reichtum der Sprachen, der Kunst, der Skulptur, der Architektur, der Malerei, der Töpferarbeit und der Musik. Diese Werte sind zu bewahren, damit Afrika seine Identität behalten kann. Dagegen sprechen folgende Elemente: Aberglaube und lähmende Tabus, Verdacht und Flucht vor Verantwortung, körperliche Verstümmelung und Zwangsheirat, die in einigen Traditionen immer vorhanden sind. Darüber hinaus ist es unverkennbar, dass Afrika in dem interkulturellen Dialog vieles anzubieten, aber auch einiges zu lernen hat. Dies entspricht der Herausforderung, die die Globalisierung für die Kulturen darstellt: sich selbst treu zu bleiben, indem sie für andere offen sind.